Auch zu Ihrer ersten Rede im Deutschen Bundestag erteile ich das Wort Clara Bünger, Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion. Union und AfD überbieten sich in dieser Debatte mal wieder gegenseitig in ihrer Unmenschlichkeit. Dabei verwenden sie einfach falsche Zahlen und unsachliche Argumente in ihren Anträgen. Darunter der immer wiederkehrende Mythos des Pull-Faktors. Es gibt immer noch keine einzige wissenschaftliche Studie, die einen solchen belegt. Diese Debatte zeigt einmal mehr, dass weder die Union, aber auch nicht die jetzige Bundesregierung bisher eine Antwort auf die drängendste Frage bei der EU-Asyl- und Migrationspolitik haben. Jeden Tag werden Menschenrechte an der EU-Außengrenze gebrochen. Menschen ertrinken im Mittelmeer oder erfrieren an der Grenze und niemand handelt. Stattdessen gibt es einen Normalisierungseffekt von Menschenrechtsverletzungen. Das ist doch der eigentliche Skandal. Während Pushback zum Unwort des Jahres 2021 gewählt wurde, praktizieren viele EU-Staaten diese Pushbacks jeden Tag, wie wir heute wieder aus einer Meldung des Spiegel entnehmen mussten. Für einige ist Pushback nur ein unschönes Wort. Für viele Schutzsuchende ist es eine bittere Realität, die viel zu oft tödlich endet. Mindestens 21 Menschen haben in den letzten Monaten an der polnisch-belarussischen Grenze ihr Leben verloren. Eine von ihnen ist Avin Irfan Sahir. Zusammen mit ihrem Mann und ihren 5 Kindern war sie aus dem Irak ins polnisch-belarussische Grenzgebiet geflohen. Tagelang musste die Familie in den Wäldern ausharren. Sahir ging es immer schlechter. Als polnische Aktivistin sie fanden, war sie kaum noch ansprechbar. Ärztinnen gelang es nicht, Sahir und ihr ungeborenes Kind zu retten. Sie starb 3 Wochen später im Krankenhaus. Dass Menschen wie Sahir sterben müssen, ist kein Unglück, sondern direkte Folge der skrupellosen Abschottungspolitik der EU. Dennoch fordern Union und die Menschenfeinde hier rechts außen eine weitere Aushöhlung des EU-Asylrechts. Wir brauchen aber das Gegenteil. Keine menschenrechtswidrigen Grenzverfahren unter Haftbedingungen, sondern ein starkes Aufnahmesystem, bei dem die Rechte der Schutzsuchenden im Mittelpunkt stehen. Vielen Dank.